willkommen in einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team. Und dieses Team hier, das habe ich ja vor einigen Episoden gebaut. Jetzt inzwischen habe ich auch von euch mal ein bisschen das konkrete Feedback sehen können. Warum hat das so lange gedauert? Ich habe es damals schon erklärt. Ich habe ein paar Episoden im Voraus aufgezeichnet. Wieso? Ja, ich war jetzt am Freitag und Samstag in Berlin. Da war das Finalevent von der virtuellen Bundesliga. Und da ich mich darauf vorbereitet habe, hatte ich dann eine Zeit lang keine Episoden aufzeichnen können. Jetzt bin ich wieder zurück und ich kann euch ja vielleicht auch in der Folge so ein bisschen erzählen, wie es bei dem Finalevent für mich gelaufen ist. Aber vorher, was das Team hier an sich betrifft, gab ja wie gesagt Feedback und ich war überrascht, dass einigen das Team nicht so gefallen hat, weil ich es eigentlich ziemlich cool zusammengestellt finde und ich meine, deswegen habe ich es auch ausgewählt. Dann, man hat hier sehr, sehr viele verschiedene Nationen drin, sehr, sehr viele verschiedene Ligen auch dabei und trotzdem hat jeder Spieler eigentlich 9 bzw. 10 Teamchemie und von daher war ich überrascht. Ich finde, es sind gute Spieler drin. Vielleicht, natürlich passt nicht immer alles. Ein Özil wird auch immer wieder kritisiert oder auch ein Rooney als Spitze. Und ich muss sagen, das habe ich auch schon auf jeden Fall gemerkt. Ein Rooney mit hoch Arbeitsraten, der ist nicht zwingend geeignet, als alleinige Stürmer zu spielen. Und ja, natürlich, das ist nicht 100% optimal. Aber generell finde ich das Team eigentlich so interessant und gelungen und ist mal was anderes irgendwo auch gewesen, als jetzt nur ein Premier League Team zu bauen, wo die besten Spieler drin sind. Das wird es vielleicht übrigens auch als nächstes Team geben. Habe ich jetzt vielleicht ein bisschen vorweggegriffen. Ich werde dieses Team hier auch bald wieder auflösen. Denn ja, ich werde jetzt demnächst da wahrscheinlich mein Projekt umsetzen, was ich vorhatte bezüglich Handicap-Testen. Werde ich alles entsprechend erklären, wenn es soweit ist. Aber ja, dieses Team wird wahrscheinlich bald aufgelöst werden. Und ich werde jetzt aber in dieser Folge mit einem anderen Team spielen. Und ich meine, was ich jetzt nochmal kurz sagen möchte, die Münzen wurden mir auch gespendet, dass ich auch einfach verschiedene Sachen ausprobiere. Und daher ist es dann jetzt nicht so, nur weil ich jetzt dieses Team gebaut habe, dass ich jetzt damit bis zu Ende von FIFA 14 spielen werde. Nein, natürlich nicht. Ich werde jetzt probieren, häufiger in Zukunft Teambuildings zu bringen und dann auch neue Teams anzutesten, zu spielen und natürlich auch neue Spieler dabei zu haben. Das nur so am Rande. Die Fitness von den Spielern hier ist ein bisschen niedriger, von daher lasse ich die mal zumindest in dieser Folge ausruhen. Und ich werde jetzt nicht mit den Koreanern spielen, obwohl die ausgeruht sind, sondern ich werde mit dem Silber-Bundesliga-Team spielen. Habe ich eben kurz vorbereitet, dass da auch die Bank soweit fertig ist. Und dann gehen wir nochmal kurz zurück, um einen Überblick auch zu bekommen, wie momentan die Lage ist. Ich bin ja jetzt hier gerade in Liga 2 unterwegs, habe jetzt auch das letzte Spiel verloren. Dennoch sieht es auf jeden Fall noch gut aus, dass wir auch den Titel oder den Aufstieg zumindest in Liga 1 wieder schaffen. Das nur so zur Ausgangslage, momentan 10 Punkte. Wenn ich jetzt dieses Spiel hier gewinne, dann ist zumindest der Klassenhalt gesichert. So, und jetzt habe ich ja eben gerade erwähnt, ich suche zunächst mal jetzt klar natürlich den Gegner. Jetzt habe ich eben gerade erwähnt, dass ich jetzt zurück bin aus Berlin von der virtuellen Bundesliga vom Finale. Die Verbindung ist nicht so geil. Ja, da war jetzt das Finalevent, da haben 80 Teilnehmer dran teilgenommen. Nochmal kurz, warum ich teilgenommen habe. Ich hatte probiert, mich in Wolfsburg und München zu qualifizieren, bin jedes Mal ins Halbfinale gekommen. Hätte ich dieses Spiel dann jeweils gewonnen, hätte ich ein Ticket gehabt. Hat bei mir nicht gereicht, deswegen habe ich dann aufgrund meiner starken Leistungen bei diesen Turnieren vor Ort. Bitte ein anderes Trikot. Das passt farblich nicht hundertprozentig. Sehr schön, das sieht doch gut aus. Und deswegen habe ich eine Wildcard bekommen. Der Gegner geht jetzt trotzdem raus und ich konnte trotzdem teilnehmen. Und das war natürlich auf jeden Fall eine coole Gelegenheit. Der Gewinner hätte eine 6-Tage Reise nach Brasilien bekommen zur WM, hätte dann dort das Spiel von Deutschland gegen Portugal gesehen und wäre dann quasi der virtuelle Bundesliga-Meister dieser Saison. Und das war natürlich auf jeden Fall ein großer Ansporn, da alles zu geben. Und es fing dann an, wie gesagt, 80 Teilnehmer, es waren 16 Gruppen mit 5 Leuten jeweils und 2 kommen weiter. Ich werde es auch wirklich sehr, sehr kurz jetzt einfach nur mal zusammenfassen und nicht die ganze Folge drüber reden. Und in der Gruppe konnte ich mich mit 3 Siegen und einem Unentschieden durchsetzen, was auf jeden Fall für mich sehr zufriedenstellend war. Ich hatte mein zweites Spiel Unentschieden gespielt, das war sogar auch im Livestream zu sehen. Frank Buschmann haben kommentiert und Malte an seiner Seite. Und ich glaube, das hat auch richtig gut harmoniert, die beiden. Also es hat gut funktioniert, die haben sich gut ergänzt. Frank Buschmann natürlich wortführend und Malte dann immer mit messerscharfen Analysen konnte er dann auch vielleicht die eine oder andere Sache erklären. Und der Gegner macht den Anschlusstrick, ich habe ihn leider überhaupt gar nicht verteidigt, das ist natürlich hervorragend. Ich sitze auch gerade ein bisschen anders, so dass ich irgendwie gar nicht so viel sehe, fällt mir gerade auf. Werde jetzt vielleicht mal so ein bisschen den Abstand zum Mikrofon erhöhen. Und da habe ich dann im Livestream wirklich Unentschieden gespielt, die restlichen Spiele an sich konnte ich dann auch gewinnen und das Spiel im Livestream, muss ich sagen. Ich hatte einen sehr, sehr starken Anfang, hatte 2 richtig gute Chancen
Und dann hat der Gegner das 1-0 gemacht. Ich habe dann glücklich das 1-1 gemacht und hatte gegen Ende des Spiels nochmal richtig gute Chancen, um nochmal das Spiel auch gegen Ende zu gewinnen. Und die restlichen Gruppenspiele konnte ich dann alle auch gewinnen, sodass ich dann in die K.O.-Phase eingezogen bin. Da habe ich dann ein ganz entspanntes 3-0 in 16. Finale gehabt. Dann hatte ich ein Achtelfinale gegen einen Spieler, den ich so vom Namen her kannte. Oh, könnte die Flanke? Oh, nee. Habe ich leider nicht die Flanke schlagen können, weil er kurz den Ball verloren hatte. Dann habe ich im Achtelfinale gegen jemanden gespielt, den kannte ich so vom Namen her, auch ja, aus diversen Posts in Foren etc. Und den habe ich dann 1-0 geschlagen. War ein enges Spiel auf jeden Fall, hätte auch gewinnen können, aber ich konnte mich durchsetzen. Und dann war ich schon im Viertelfinale. Oh, fuck, Alter. War ich schon im Viertelfinale. Ihr merkt das, wenn ich nebenbei laber. Das ist so grausig, was ich spiele. Dann war ich auch schon im Viertelfinale. Das heißt, ich war unter die besten 8 gekommen, was auf jeden Fall für mich schon zufriedenstellend war. Ich habe vor dem Turnier gesagt, Gruppenphase überstehen ist schon eine Herausforderung, weil nur 2 von 5 weiterkommen. Wäre ich schon glücklich mit. Und dann, wenn ich die Gruppenphase überstehe, dann muss man schauen, wie es konkret läuft, was möglich ist. Weil der Modus ist so, man spielt ein Spiel. Wenn man dieses Spiel verliert, ist man raus. Und da geht es super schnell, dass man dann aus dem Turnier rausfliegt. Von daher war ich ganz entspannt in dem Sinne. Ich habe natürlich schon irgendwo natürlich auch geschaut, dass ich da bestmöglich abschließe, mein Bestmögliches gebe. Und dann weiß ich, dass da alles drin ist für mich. Und dann mit dem Viertelfinale war das natürlich schon in die heiße Phase gegangen. Waren nur noch 8 Spieler verbleibend. Ich spiele einen Scheißdreck zusammen. Jetzt kommt die Flanke auf Balotelli, ist Ibabo, der setzt sich durch, aber Unterstand ist da. Und im Viertelfinale bin ich dann auf Mirza Jajic getroffen. Das ist ein Österreicher, dominiert die letzten Jahre den österreichischen FIFA-Markt. In Deutschland hatte er vor allem beim FIWC-Finale 2011 für Furore gesorgt, als er im Finale unglaublich unglücklich verloren hatte. Und gegen den bin ich dann im Viertelfinale angetreten. Und da war es dann so, ich bin früh in Führung gegangen. Und habe das auch lange führen können. In der 60. Minute oder sowas hat er dann, was ist denn hier los? Kampf um den Ball, ohne Ball. Dann hat er dann so gegen 60. 70. Minute das 1-1 gemacht und geht in der 81. Minute dann in Führung. Und ich habe dann direkt im Gegenzug in der 85. dann auch den Ausgleich geschafft. In der Verlängerung haben wir uns dann gegenseitig immer wieder Chancen herausgespielt, aber keiner hat den Treffer erzielt. Es ging ins Elfmeterschießen. Und dort war ich dann auch mal einen Schuss in Führung. Ich hatte einen Ball von ihm gehalten. Und hätte dann quasi da es in Hand gehabt, das auch zu gewinnen, das Elfmeterschießen. Hat dann leider nicht geklappt. Er hat dann auch einen gehalten, den können wir direkt weiterlegen. Auf Fernandes, Gelson, wie ich ihn nenne. Legen wir hier weiter. Und dann abgelegt und Eyunussi mit dem 1-0. Ja, ich denke, das auch, ja, man könnte sagen, sweaty goal. Wenn er den Torhüter rausholt und ich ihn hier so austrickse, dann kann ich auch schön abspielen und ins leere Tor reinschießen. Ist einfach die sichere Variante, als mit Fernandes abzuschließen und der schießt dann am leeren Tor vorbei. So, das ist 1-0, das ist unglaublich unverdient jetzt in diesem Spiel. Aber es ging ins Elfmeterschießen und das habe ich dann leider gegen Mirza verloren. Und damit bin ich dann leider im Viertelfinale ausgeschieden, war aber an sich sehr zufrieden. Ich konnte mir nichts vorwerfen. Ich denke, ich habe unter den Bedingungen vor Ort sehr gut meine Leistung abrufen können. Und wenn man unter die besten 8 von 80 Teilnehmern kommt und das sind wirklich alles gute FIFA-Spieler gewesen, dann kann man absolut zufrieden sein und das war ich auch. Und vor allem, weil ich nicht sage, oh, das war alles scheiße, was ich gemacht habe, sondern ich konnte zufrieden sein und Mirza hat letztendlich auch das Turnier gewonnen. Und dann, wenn man so überlegt, ja, gegen den letztendlichen Gewinner im Elfmeterschießen im Viertelfinale auszuscheiden, es hätte drin sein können, dass ich es auch noch weiter bis ins Finale bringe, dass ich das Ganze auch gewinne. Und das wäre natürlich ein Riesending gewesen. Ibabo schießt hier aus 10 Metern am Tor vorbei im 1 gegen 1 gegen den Torhüter. Super unglücklich für den Gegner. Und ich war dann nicht unglücklich. Also natürlich jetzt im Nachhinein habe ich immer wieder gefragt, ja, da hätte vielleicht was besser laufen können oder sowas. Aber das sind natürlich immer die normalen Gedanken. Ihr kennt das, wie ich nach den Spielen drauf bin. Dass man sich denkt, ja, das hätte besser sein können. Und jetzt können wir... Ah, shit. Oben hätte ich jetzt erwartet, dass Rojas reinstartet. Hat er nicht gemacht. So, das war so mein Turnierverlauf. Und dann war es ja so, dass im Finale Mirza gegen Marvin Hinz gespielt hat und es scheint so zu sein, dass noch nicht jeder mitbekommen hat, dass wir zum Beispiel mit Marv einen ersten E-Sportler quasi bei uns auch ja, unter Vertrag genommen haben oder bei uns einfach ja, Teil vom Team ist bei uns bei Beepart Gaming. Das bedeutet nicht, dass der bei uns Videos macht, sondern dass der uns bei Turnieren, wie zum Beispiel der virtuellen Bundesliga beim Finale oder auch bei den EPS Finals oder in der EPS generell vertritt, dass er Beepart Gaming dort vertritt und das Beste für uns gibt. Und er natürlich auch von uns ein bisschen profitiert.
Und der Marvin Hinz, das hat er auch bei der virtuellen Bundesliga jetzt beim Finale-Event in Berlin bewiesen. Ich werde ihn jetzt einfach Marv weiterhin nennen, so wie ich ihn auch normal nenne. Oder Marvin. Und der hat auch richtig starkes Turnier gespielt. Hatte Hochs und Tiefs und hat es dann letztendlich bis ins Finale geschafft. Ist dort auch gegen Mirza angetreten und hat das Spiel super lange offen gestaltet. Und in der 90. Minute hat dann Mirza den Führungstreffer erzielt und auch den letztendlichen Siegtreffer. War natürlich auch auf jeden Fall noch eine spannende Geschichte für Beepart Gaming. Hätten wir fast auch direkt dann quasi den virtuellen Bundesliga-Meister in den eigenen Reihen gehabt. Wäre natürlich eine schöne Sache gewesen. So ist es Mirza geworden und den hatte ich es auch an sich einfach super gegönnt, weil er ein super sympathischer Typ ist. Und vor allem auch mit der Geschichte, wie er 2011 es nicht geschafft hat. Ja, weiß ich gar nicht, ob ich es kurz erzählen soll, aber es war einfach so, dass er 2011 beim FIWC, beim Finale in Deutschland, im Finale, also das Finale-Event im Finale war er und hat dort gegen Manuel Weibel gespielt und hatte 2-0 geführt und hatte so, so krass gute Chancen, hat das Spiel dominiert, hat eine großartige Chance nach der anderen nicht verwerten können und nicht, weil er irgendwie, sag ich mal, Sachen falsch gemacht hat, sondern weil er sehr, sehr viel Pech hatte. Und Manuel Weibel hat das dann noch gedreht, das Spiel, und hat das 3-2 gewonnen und letztendlich ist der dann quasi Manu nach Los Angeles zu der Weltmeisterschaft zum FIWC gefahren oder geflogen, hatte dort ja eine richtig coole Zeit, konnte Deutschland bei der Weltmeisterschaft vertreten und Mirza hat es nicht geschafft gehabt. Er war damals mega unglücklich, todunglücklich, kann man sagen. Und für ihn natürlich jetzt das Äquivalent oder das Pendant, die virtuelle Bundesliga dann 3 Jahre später zu gewinnen, das war natürlich für ihn eine richtig große Nummer. Und man hat es auch einfach gemerkt, was es ihm bedeutet hat. Und von daher war das wirklich ein faszinierendes Event und man sieht hier gerade, wie unglaublich unverdient es ist, dass ich dieses Spiel 1-0 gerade anführe, weil ich habe nichts aufs Tor gebracht, bis auf den einen Schuss und der Gegner hat einiges abgefeuert. Wir werden probieren, uns jetzt in der zweiten Hälfte zu steigern. Und was ich jetzt einfach noch kurz erwähnen möchte, also natürlich Gratulation an Mirza, dass er das geschafft hatte und natürlich auch an Marv, der einfach auch ein mega starkes Turnier gespielt hat, unter den Bedingungen, unter dem Druck bis ins Finale zu kommen, ist eine starke Leistung und wir sind wirklich sehr zufrieden und es war letztendlich wirklich ein super enges Ding. Jeder hätte es schaffen können von den beiden. Das so dazu. Und dann war natürlich auch noch so ein kleines, kleine Überraschung für mich. Malte war klar, dass er das Event mit Buschi kommentiert im Duo. Aber Buschi musste dann weg, musste abhauen vor dem Finalspiel. Und das gibt jetzt einen Freistoß. Krass, das ist eine richtig gute Position für Panda. Der hat schon lange kein Freistoßtor mehr geschossen. Jetzt wird es mal an der Zeit mal wieder, oder? Das ist eine richtig gute Position. Da steht er auch schon bereit. Wir schicken oder holen schon mal einen zweiten Spieler. Schade, er hat die Mauer ein bisschen nach links gestellt. Das ist nicht gut. Mal sehen, wenn ich jetzt Spieler wechsle, gehen die zurück? Ich glaube nicht ganz, ne? Schade. So, probieren es nochmal. Oh, der ist locker geschossen, glaube ich. Kommt dann auch nicht um die Mauer rum. Schade. Ja, lag vielleicht daran, dass er sie bewegt hatte. Und ja, dann war es so, dass Buschi, also Frank Buschmann, für das Finale abhauen musste. Der hat seinen Flieger zu bekommen. Und dann wurde ich da von den Kollegen von EA vor Ort gefragt, dadurch, dass ich mit Malte letztens auch die EPS-Finals kommentiert hatte zusammen, ob ich nicht einfach kurz dann einspringen möchte. Das habe ich dann auch getan und dann kam ich auch noch in den Genuss, ja, nachdem ich dann eigentlich ausgeschieden bin aus dem Turnier und für mich eigentlich mehr oder weniger der Tag gelaufen ist, auch noch das Finale mit Malte zusammen zu kommentieren. War natürlich auch auf jeden Fall eine coole Gelegenheit, coole Erfahrung und war natürlich auch toll, dass ich so ein bisschen da den Leuten von EA helfen konnte, dass sie dann da den Abgang von Buschi irgendwie ein bisschen einigermaßen verkraften konnten. Ich kann natürlich einen Frank Buschmann nicht ersetzen, dafür hat er einfach zu viel Kommentiererfahrung, Kommentarerfahrung und macht das dann auch einfach unglaublich gut mit seiner Emotionalität. War natürlich dann eine etwas andere Geschichte, als ich das zusammen dann mal kommentiert habe, aber ich glaube trotzdem war es ganz ansehnlich. Und so dann einfach noch beides an dem Tag gehabt, nicht nur gespielt und bis ins Viertelfinale gekommen, sondern auch nochmal dann das Finale an sich kommentiert. So, den nehmen wir hier kurz ab, spielen wir auf Yunusi wieder zurück. Können wir vielleicht mit einem Berberspin in die Mitte ziehen. Sehr schön, den Schlenzmann in die lange Ecke und Ogbonna leider abgeblockt. Schade, das war, denke ich, eine ganz schöne Kombination und hätte vielleicht auch einen Treffer verdient gehabt. So, das war eigentlich mehr oder weniger schon alles zu dem Finale-Event. Ich habe eigentlich mal so einen kurzen Überblick gegeben. Ich hätte das so viel länger ausführen können, weil natürlich an so einem Event sehr, sehr viel passiert. Kurz noch vielleicht auch die Sache, die ich erwähnen kann. Georg hat auch ja natürlich bei der virtuellen Bundesliga im Finale mitgespielt und hat es dann auch, sag ich mal, die Gruppenphase geschafft. Habe ich ja schon vorher gemeint, das ist auf jeden Fall schon ganz knackig gewesen mit 5 Gruppenteilnehmern und nur 2 kommen weiter. Er hat es geschafft und hatte dann aber
in der ersten K.O.-Runde auch einen sehr, sehr starken Gegner und ist dann da gescheitert, also direkt in der ersten K.O.-Runde rausgeflogen. Aber auch dennoch auf jeden Fall eine sehr starke Leistung. Bei dem Teilnehmerfeld muss man auch erstmal die Gruppenphase überstehen können. Dann können wir jetzt mal vielleicht durchchippen. Wird abgeblockt von Abate oder abgefangen. Jetzt kann der Gegner vielleicht einen Konter einleiten. Und das war's. Ach, noch, wir haben auch noch Chris natürlich als Chefredakteur von uns vor Ort gehabt. Und jetzt lasse ich wirklich komplett das ganze Turnier-Revue passieren. Das wird bei uns wahrscheinlich auch nochmal redaktionell auf jeden Fall verarbeitet werden. Von Chris natürlich. Das ist natürlich ganz, ganz schlecht gespielt von mir raus. Und Ibarbo wieder mit einer nächsten guten Chance. Und Chris hatte ja das Problem, dass er gegen Marv in der Gruppe antreten musste und auch noch mit Sascha Schumacher-Poldi einen weiteren sehr, sehr starken, routinierten Spieler in der Gruppe hatte. Und er hat es dann letztendlich, er hatte quasi ein Endspiel gegen Marv, da haben sie beide im Livestream gespielt. Und letztendlich, glaube ich, hatte ihm irgendwie ein oder zwei Punkte gefehlt. Ansonsten hätte er die Gruppenphase auch überstanden. Aber natürlich auch eine knallharte Gruppe für ihn mit Marv und Poldi zusammen. Hatte für ihn dann, wie gesagt, leider nicht gereicht. Marv hatte sich dafür durchgesetzt und der hat es dann, wie gesagt, bis ins Finale geschafft. So, das so als kleiner Überblick. Jetzt probieren wir einfach mal hier nochmal Vidal vom Ball zu trennen. Gelingt nicht ganz, aber der schwache Abschluss hier dann von Vidal kann Unterstall nicht wirklich prüfen. Und die letzten Minuten, würde ich sagen, probieren wir jetzt uns nochmal hier auf das Spiel zu konzentrieren. Vielleicht erzielen wir nochmal das 2:0 und dann ist vielleicht dann das Ergebnis hier mit einem Sieg nicht ganz so unverdient. Schauen wir mal, was geht. Machen wir hier einen L2-L2-Step. Oh, das klappt nicht ganz. Legen wir mal ab. Legen wir weiter. Und den schießen wir dann drauf. Und Yunusi scheiterte an Buffon. Sehr unsauber platziert. Mitten aufs Tor. Und wie diejenigen, die vielleicht ganz, ganz, ganz genau aufpassen. Da wäre ich jetzt wirklich überrascht, wenn es jemand aufgefallen ist. Aber kann passieren. Und da sieht Buffon gar nicht gut aus. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt gerade nicht, wer das Tor gemacht hat. Aber Buffon kommt da sehr, sehr weit raus und ein Spieler kommt davor, Buffon gelaufen, kann ihn quasi fast aus den Händen köpfen und erzielt das 2:0. Anschlusstrick funktioniert hier auch schon wieder. Das ist natürlich überhaupt gar nicht gut. Hey, das wird natürlich jetzt auch nochmal richtig brenzlig. Was ich jetzt kurz sagen wollte, für die... das sieht jetzt, gibt die nächste Eckentor wahrscheinlich hier. Was ich kurz sagen wollte, ich habe ja mit Georg ein bisschen trainiert und ich habe auch nochmal eine neue individuelle Taktik eingestellt. Ich hatte die ja letztens vor kurzem mal gezeigt. Jetzt habe ich sie wieder ein bisschen verändert. Werde ich mal vielleicht bei Gelegenheit wieder zeigen. Aber dadurch kann sein, dass jetzt ich ein bisschen anders auch spiele. Ich glaube, in dem Spiel ist jetzt noch nicht so sehr aufgefallen, da ich nicht wirklich konzentriert war, sondern mehr mit meinen Erzählungen beschäftigt. Ich merke aber immer wieder, wie stark das ist, wenn ich so ein bisschen so über so ein Turnier erzählen muss. Wie stark mich das einschränkt, was das Spielerische betrifft. Weil ich hatte jetzt hier auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück, dass der Gegner nicht ein Tor erzielt. Und ich dann in Führung gehe. Können wir hier durchlegen? Oh, da spielt er mich an. Können wir mit Leitner vielleicht lupfen? Nein, Buffon feuert draußen. Kann den Ball aufnehmen. Den spielt er direkt steil. Können wir rausköpfen? Eigentlich, aber die Situation noch nicht geklärt. Diekmeyer sieht da gar nicht gut aus. Balotelli dann mit einem überhasteten Abschluss. Und ich habe den Ball jetzt wieder sicher mit einem Abstoß. Oh, da mache ich was ganz Schlimmes. Aber es gelingt. Habe ich noch von den Offline-Sachen so drin. Das ist nämlich immer ein sehr gutes Mittel, um den Gegner zu irritieren. So, Konstant ist gut dazwischen. Kann ihn nicht vorm Ausretten. Und jetzt müssen wir uns einfach nochmal konzentrieren, dass wir die letzten Minuten sicher zu Ende bringen, dass wir den Sieg hier nicht noch verspielen. So. Und jetzt mal hier die ersten Sekunden, wo ich mal nichts erzähle. Können wir vielleicht ablegen? Nee, gelingt nicht ganz. Abate da. Ibarbo können wir schön vom Ball trennen, aber Ciacci setzt nach. Oh, da macht er die Schusstäuschung und ich stehe leider so ein paar Zentimeter zu weit weg. Und er macht die Schusstäuschung eigentlich in mich hinein. Nur wie gesagt, ich stehe dann ein paar Zentimeter daneben und er kann dann noch zum Abschluss kommen. Sehr doof, weil ich echt damit gerechnet hatte, dass er in die Mitte ziehen wird. Und jetzt müssen wir natürlich auf jeden Fall das vernünftig zu Ende bringen. Sicher vor allem. Sehr gut abgefangen von Brooks. Oh, dann kriege ich leider Choupo-Moting hier nicht kurz angespielt. Vidal mit einem durchgelobten Ball auf El Sharawi. Bricht er ab. Sehr gut. Von ihm zumindest. Jetzt müssen wir schauen, dass wir hier Vidal blockieren. Der Schuss wurde, glaube ich, auch abgefälscht. Und jetzt haben wir hier den Ball sicher in der Hand. Schlagt den mal lange raus auf Rojas. Können wir den kontrollieren? Nein, es springen alle vorbei. Mein Spieler, der Verteidiger. Und es gibt den Einwurf für den Gegner.
Oh, der ist wichtig, die Balleroberung. Sie gelingt aber nicht ganz. Die wäre jetzt auch nochmal gut gewesen. So, Konstant jetzt hier auf den Außen. Müssen jetzt irgendwie den Ball vom Ball trennen. Sehr gut. Und jetzt raus damit. Raus! Der wird nicht geblockt, der kommt auch raus. Kommt weiter bei Choupo-Moting an. Wir können nochmal einen Konter einleiten. Spielen wir steil auf El-Younoussi. El-Younoussi setzt sich auch hier gegen den Spieler durch, aber Barthe setzt nach, bekommt den Ball erobert. Und es gibt nochmal den Freistoß. Leider hier die Position nicht ganz so gut für Panda. Bin überlegen, mit Rochas. Was hat der für Werte? Mega schlecht eigentlich. Ich probiere es trotzdem. Weil das ist... Habe ich einen guten Rechtsfuß? El-Younoussi. Ja, wir können mal mit Maxim probieren. Machen wir so. Die Position ist eigentlich nämlich sehr gut. Das sieht schon... Oh, wow, wow, wow. Was habe ich denn da gemacht? Ich habe außersehen mit Panda geschossen. Ich habe ganz vercheckt, dass ich El-Younoussi quasi als ersten Schützen gewählt hatte. Und nicht irgendwie mit Rochas als zweiten Schützen. Und trotzdem ist er gut gekommen. Aber ich habe eben einfach nur außersehen mit Panda geschossen, anstatt mit Maxim. Wurde trotzdem sehr, sehr gefährlich. Und ich konnte das Spiel jetzt hier 2:1 gewinnen. Verdient ist das sicherlich nicht gewesen. Ich habe es, glaube ich, schon herausgearbeitet. Ich war am Anfang sehr, sehr abgelenkt. Und der Gegner hatte großartige Chancen, die er nicht nutzen konnte. Und ich komme dann irgendwie mit dem ersten guten Aktion, mit dem ersten guten Angriff in Führung. Und dann natürlich dieses glückliche Eckentor. Wo aber auch Buffon, oder wo er vielleicht den Fehler macht, dass er Buffon rausholt, weil, wenn wir uns vielleicht nochmal anschauen, das war übrigens Choupo-Moting, der Ball gerät sehr weit weg vom Tor und da ist es dann vielleicht auch nicht ganz optimal, den Torhüter rauszuholen. Er wird, glaube ich, auch von seinen eigenen Spielern blockiert hier. Ja, also da sieht Buffon nicht gut aus, aber ist natürlich auch glücklich, dass das so dann gelingt. Und können wir mal kurz den Treffer anschauen, da seht ihr dann vielleicht auch nochmal, was ich meine. Hier, so, sieht man gleich, wie ich mit Ho stehen bleibe und genau da warte, wo er die Schusstäuschung quasi reinmacht. Sieht man jetzt hier sehr gut, denke ich. Er macht hier die Schusstäuschung. Er macht gar keine Schusstäuschung. Aber er knickt nach innen. Da, in dem Moment. Diesen Ballkontakt meine ich hier gleich. Achtung. Den. Da knickt er so kurz nach innen. Und diesen Move habe ich eigentlich erwartet, wie man hier sehr schön sieht. Und er macht den eigentlich genau auf mich. Naja, er macht ihn nicht genau auf mich drauf. Ich stehe einfach, wie gesagt, ein bisschen zu weit. In dem Fall rechts aus der Perspektive von Ho. Und er zieht dann vorbei und dann natürlich aus 7 Metern kann er einfach ins Tor schießen. Das ist gar kein Problem. Und wenn man die Schüsse betrachtet, ist natürlich echt nicht ganz so verdient. Ballbesitz aber ganz gut. So, das soll es für heute gewesen sein. Nur kurzer Erlebnisbericht zur virtuellen Bundesliga. Hatte ich so ein bisschen was zu erzählen. Und war vielleicht für euch auch ganz interessant. Mir hat es auf jeden Fall jede Menge Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich glaube mit einem Viertelfinale bei einem Finalevent, wo eigentlich nur richtig gute FIFA-Spieler sind, kann ich absolut zufrieden sein. Und ja, das soll es für heute gewesen sein. Haltet euren Kasten sauber. Euer Tess. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on!